Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit Fähigkeiten bei Genshin Impact. Jironen, Namen, Formen. Jironen bewegt sich schnell und kann auch ordentlich austeilen, aber sie arbeitet lieber im Hintergrund. Nur wenn man gern in einem Baum liegt, ist man auch lange nicht faul. Es geht einfach darum, eine bequeme Position zu finden, damit die grauen Zellen besser arbeiten können. Das klingt wie die Ausrede von jemandem, der extrem faul ist. Gut, Untertitel sind auf Deutsch. Ja, das Video ist auf Japanisch. Ich mach's wie beim letzten Mal. Ich probiere es so ein bisschen zu lesen, aber auch nicht alles, weil sonst plapper ich die ganze Zeit rein oder muss die ganze Zeit Pause machen. Nur die wichtigen Stellen vielleicht, dann pausiere ich kurz. Und ja, wir gucken es uns einfach mal zusammen an. Ich hoffe, dass bald wieder englische Videos zurückkehren werden. Weil lustigerweise der Figurenteaser von Jironen, der war schon auf Englisch, dieses Video hier wieder nicht. Also, ja, keine Ahnung, manche Videos sind wahrscheinlich schon seit Monaten aufgenommen. Andere vielleicht nicht. Ich schätze mal, daran wird es liegen. Let's go. Kodama no Kode mottomo yūmei na kaji-shokunin. Die größte Schmiedin ist sie. Kanojo no ugoki wa subayaku, shizuka na toki wa bidouda ni shinai. Sonna Jironen wo tsukamaeru ni wa... Marbika ga sagashiteru to sakenda ato, sono hantai gawa kara kakou you ni hito o yaru no ga ii daru. Marbika sucht nach ihr. Iwa no kami no me o mo sukajo wa... Also ihre japanische Stimme ist komplett anders als die englische. Interessant. Sie kann ihre Bewegungs- und Kletterfähigkeiten kann sie verbessern. Sie verringert den Elementarwiderstand von Gegnern und kann der Truppe außerdem Boni verleihen. Elementarfähigkeit erhält Nachtsehenpunkte, gut, das kann jede Nattlandfigur. Klingenjägerin. Erhöhte Bewegungs- und Klettergeschwindigkeit. Mhm. Also abhängig von ihrer Verteidigung macht sie Geo-Schaden. Standardangriffe, ja. Ah, okay. Danach machen ihre Standardangriffe Geo-Schaden, der nicht von anderen Elementen überlagert werden kann. Reißt Sampler, die je nach Elementartyp der anderen Truppenmitglieder unterschiedliche Klangmerkmale aufweisen können. Ah, das sind die drei Pfeile an ihrer Nachtseelen-Dingens-Leiste. Und die haben abhängig von den Figuren verschiedene Farben. Man hat es gerade gesehen, Pyro war rot, Hydro blau und so weiter. Okay. Und wird jeweils der Elementarwiderstand verringert. Genau. Der anfänglich aufgezeichnete Urton in jedem Sampler ist vom Geo-Element. Und für jedes Truppenmitglied. Ah, okay, nicht für alle. Pyro, Hydro, Kryo, Elektro. Wechselt ein Geo-Sampler zu dem entsprechenden Element. Also für Anemo und Dendro nicht. Im Zustand Nachtsehensegen bleiben die permanent aktiv. Wenn sie mindestens zwei Sampler hat, die eine Elementarumwandlung durchlaufen haben, verbessert ihr Talent, ihren Standardangriff und Angriff aus dem Fall. Sie erhält Nachtsehenpunkte dadurch. Und wenn die den Höchstwert erreichen, verbrauchte sie, um die von ihr getragenen drei Sampler eine Weile lang zu aktivieren. Okay. Wenn die Sampler aktiv sind, wird der entsprechende Elementarwiderstand der Gegner in der Nähe verringert. Und diese Effekte können auch ausgelöst werden, wenn sie inaktiv in der Truppe ist. Wobei ich es mir dann schwierig vorstelle, dass man da noch dran denkt. Aber
Gut, wenn es mehr oder weniger automatisch abläuft, okay. Aber. Na gut. Spezialfähigkeit Geoflächenschaden. Oh! Und stellt in regelmäßigen Abständen LP aller aktiven Figuren in der Nähe wieder her. Damn. Wenn sie weniger als zwei Sampler habt, die eine Elementarumwandlung. Also wenn sie mehr als zwei Sampler hat, wird ihr Schaden erhöht. Und wenn sie weniger hat, wird ihr Schaden erhöht. Alles klar, Bro. Okay, also wenn sie weniger als zwei Sample hat, machen ihre Angriffe mehr Schaden und ihre Spezialfähigkeit macht zweimal zusätzlich Schaden. Oh, wow. Maximale Anzahl nach 10 Punkten. Löst sie einen Effekt aus, der dem ihres Nachtsehenaufbruchs entspricht. Damit ihre Verteidigung erhöht, wenn jemand Nachtsehenaufbruch auslöst. Ja gut, das ist dieser Effekt der Natlan, dass du halt immer auf eine Natlan-Figur wechseln kannst, wenn du zum Beispiel am Klettern oder so bist, das kennen wir ja schon. Und sie verbraucht dann keine Ausdauer, wenn sie in diesem Zustand, im Nachtsehen-Sing-Zustand irgendwo klettert. Okay, sie sorgt dafür, dass man Phlogiston zurückbekommt. Ausgezeichneter Teamplayer. My bad. Bei mehr als zwei Samplern oder mindestens zwei Samplern sammelt sie Nachtsehenpunkte mit den Standangriffen. Wird nicht der Schaden erhöht. Bei weniger wird der Schaden erhöht. Okay. Also wenn sie mindestens zwei Sampler hat, heißt es im Endeffekt einfach Damage, Damage, Damage für den anderen Figuren. Spezialfähigkeit heißt immer Figuren heilen. Klingt ziemlich stark, ehrlich gesagt. Okay, bei weniger als zwei Samplern bufft man vor allem Geo-Team-Mitglieder und sich selbst halt. Und die Spezialfähigkeit macht halt zweimal mehr Schaden. よい職人は依頼人と鍛造をつなぐ架け橋のような存在だ。ある意味、白年は人付き合いに傾倒する者よりも周りの友人を理解しているかもしれない。相手が必要とする者を知れば、その人を理解したと言える。 Damn.
Auf jeden Fall haben sie vergessen, der Figur Klamotten zu geben. Kappa. Nein, Spaß. ja. Also irgendwie kann sie alles. Sie kann ihr Team buffen, sie kann ihr Team heilen, sie kann selber Schaden machen. Fragt man sich wirklich, was sie nicht kann. Sie kann Phlogiston zurückerstatten. Im Nachtseenaufbruch. Also, wow. Basically alles. Das erklärt, warum jeder sie haben will. Alle sagen sie quasi, sie ist die Natlan Kazuha oder sogar noch besser als Kazuha. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich meine, ich muss immer der Figur erst ausprobieren, bevor ich mir ein endgültiges Urteil erlauben kann. Aber es wirkt schon wirklich extrem stark. Ja, ich weiß nicht, ob das Video mit den Textdetails zu ihren Figuren vorher oder nachher kommt. Auf jeden Fall wird es noch weitere Videos zu ihr geben. Und dann, wenn sie released wurde, dann natürlich mit dem Probelauf. Weil ich beim Probelauf sagen muss, die Probeläufe in Natlan gefallen mir tatsächlich nicht so gut. Also ich fand eigentlich diese klassischen in diesem Trainingsraum, wo du endlich oft neu starten konntest und so, fand ich eigentlich ehrlich gesagt besser. Diese Natlan-Probeläufe oder halt auch diese Open-World-Mechaniken. Ich meine, einerseits ist es natürlich cool, du lernst diese Open-World-Mechaniken, wie das mit dem Klettern funktioniert, wie das mit dem Wechseln funktioniert vielleicht und so. Lernst du da besser kennen. Aber es sorgt halt auch dafür, dass du ja, irgendwie nicht so viel kämpfst, quasi. Weiß auch nicht. Ja, danke euch fürs Zuschauen. Was haltet ihr von ihr? Werdet ihr sie pullen? Also ich denke, viele Leute werden sie für sie pullen. Und falls ihr auch dabei seid, dann auf jeden Fall viel Glück dabei. Und ich sage, bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Macht's gut, haut's rein. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.